Hi Leute und willkommen zum letzten Ausbauvideo des Oldtimer Campervan Ausbau- und Verlosungsprojekts. Ja, heute ist es soweit. Heute werde ich wirklich schon die letzten Schritte an dem Ausbau machen und ihn damit fertigstellen. Das wahrscheinlich Spannendste daran wird sein, wie ich die Möbel hier drin befestige, denn ich werde die so verschrauben, dass man sie auch jederzeit wieder rausnehmen kann und dann auch wieder reinschrauben, damit das Fahrzeug nicht als Wohnmobil umgemeldet werden muss, wodurch es dann die Hardzulassung verlieren würde. Ich war in der Zwischenzeit nicht nur am Van fleißig, sondern ich habe auch endlich den Bauplan für das Bett erstellt zum Nachbauen. Ich hatte ursprünglich ja ein 3D-Modell erstellt, auf dem basierend ich das Bett dann gebaut habe. Dabei habe ich aber noch einige Fehler gemacht und deswegen habe ich das komplette 3D-Modell von Grund auf nochmal neu aufgebaut, natürlich ohne die Fehler. Zum Beispiel auch hier bei der Heckküche, da ist ja echt extrem viel schief gelaufen und das habe ich alles komplett ausgebessert und auf Basis des neuen 3D-Modells habe ich jetzt einen ausführlichen PDF-Bauplan zum Nachbauen dieses Betts erstellt. Der hat insgesamt 27 Seiten, ist aber mit sehr, sehr vielen Bildern, also wirklich sehr anschaulich und ich habe auch wirklich Schritt für Schritt reingeschrieben, was man zu welchem Zeitpunkt zu machen hat. Also nach dem Motto, schneide jetzt die Platten zu, schraube jetzt das und das zusammen. Also man kann das wirklich sehr einfach nachbauen damit. Man muss sich überhaupt keine Gedanken mehr über die Maße machen und auch über die Verschraubungen und so weiter. Man kann einfach drauf loslegen und spart sich so definitiv viele, viele Stunden Planungszeit, wenn man dieses 3-in-1-Bett nachbauen möchte. Anfangs habe ich es 2-in-1 genannt, Sofa und Bett, aber es ist ja auch noch eine Küche wirklich komplett. Ich kann hier einfach die riesig große Heckküche ausfahren. Hier vorne noch extra den Kocher, hier seitlich noch eine extra Schublade. Und dann kann man hier oben drauf die Platte auch noch ganz beliebig platzieren und die irgendwo hier hinlegen. Und das ist wirklich robust und stabil. Und dann kann man da drauf halt sein Essen zubereiten. Hier hinten drin ist noch ein Mülleimer und seitlich im Bett ist zusätzlich auch noch eine Kühlbox-Schublade. Also da ist wirklich alles dabei. Das ist wirklich ein extrem praktisches Multifunktionsmöbelstück. Insofern, wenn jemand von euch Bock hat, das nachzubauen, dann schaut in der Videobeschreibung vorbei. Da verlinke ich euch den Detailbauplan, mit dem ihr das nachbauen könnt. Und bis zum 19.05. gibt es darauf sogar jetzt nur einmalig zum Launch des Bauplans 20% Rabatt mit dem Rabattcode Dennis20. Und jetzt würde ich sagen, geht's aber los mit der Fertigstellung des Vans. Erstmal habe ich mich endlich den seitlichen Einstiegsleisten gewidmet. Diese waren vor dem Ausbau schon im Fahrzeug drin, aber um wieder hineinzupassen, musste ich auf der einen Seite die Bodenplatte nochmal mit der Stichsäge etwas bearbeiten und auf der anderen Seite mit der Flex die Aluleiste ein bisschen kürzen. Danach konnte ich die Leisten säubern und entfetten, bevor ich sie dann in mehreren Schichten lackiert habe. Ich bin zweimal mit weißer Grundierung drüber gegangen, danach zweimal mit einem hellgrauen Lack und zuletzt noch zweimal mit einem seitenmatten Klarlack. Ich bringe jetzt die seitlichen Einstiegsleisten wieder an. Die waren davor mit Gewindeschrauben angeschraubt und ich werde sie auch jetzt wieder mit Gewindeschrauben anschrauben. Aber dafür muss ich hier noch ein Drehmuffen einsetzen in den Holzboden, damit ich da dann meine Gewinde drin habe. Funktioniert ganz einfach. Erstmal positioniere ich die Leiste da, wo ich sie haben möchte. Jetzt nehme ich mir meinen Bohrer. Da habe ich jetzt erstmal einen 5 mm Holzbohrer mit Zentrierspitze drauf. Bohre damit jetzt die 4 Löcher, es sind nur 4 Schrauben. Und dann bohre ich mit einem 8 mm Metallbohrer die Löcher nochmal größer, eben auf 8 mm. So, und jetzt können auch schon die Eindrehmuffen hier eingedreht werden. Und zwar mit einem Inbusschlüssel. Das ist ein 6er Inbus. Den kann man hier oben dann ansetzen. Und dann dreht man die einfach in die vorgebohrten 8 mm Löcher. Und in den Eindrehmuffen drin hat man dann ein M6 Gewinde. Und schon sind die Einstiegsleisten befestigt und jetzt mache ich auch direkt weiter mit der Befestigung der Möbel hier drin. Die stehen nämlich bisher auch einfach noch locker hier drin. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe das Bett schon ausgerichtet. Das habe ich einfach so gemacht, dass hier nach hinten genug Platz ist, dass wenn das Rolltor unten ist, man das Rolltor trotzdem noch von innen ver- und entriegeln kann. Das hat da nämlich so einen Schieberegler, mit dem man das verriegeln kann. Ja, und dann einfach ganz an die Wand dran. Also danach habe ich es eigentlich ausgerichtet. Und jetzt kann man hier die Platte des Lattenrosts, nenne ich sie ja immer, obwohl es kein Lattenrost ist, sondern einfach eine gelöcherte Platte. Die vordere Platte kann man hier nach oben klappen. Hatte ich, glaube ich, in meinem Bettbauvideo noch gar nicht gezeigt. Ja, die Unterseite hier sieht nicht besonders schön aus. Die habe ich nämlich nicht lackiert, sondern einfach so gelassen. Und hier sieht man halt auch die Farbe von der Oberseite und von den Kanten der Löcher. Aber das ist mir auch immer nicht wichtig. Mir geht es immer nur darum, dass es äußerlich schön aussieht und alles funktioniert. Und wie es dann in den Fächern aussieht oder jetzt hier im Bett, das ist für mich dann wirklich zweitrangig. Auf jeden Fall komme ich hier jetzt super ran. Später wird man so natürlich auch hier an den ganzen Stauraum super drankommen. Ich habe auch gerade die Heckküche hinten rausgefahren, damit ich hier überall gut hinkomme. Und jetzt werde ich mit dem gleichen Prinzip wie bei den Einstiegsleisten gerade
die Möbel befestigen. Dafür habe ich mir einfach noch so große Winkel besorgt. Die werde ich mit zwei Schrauben jeweils hier an der Unterkonstruktion des Betts anschrauben und dann auch am Boden mit Eindrehmuffen und Gewindeschrauben. Das Bett werde ich mit insgesamt 6 solcher Winkel befestigen. Das dürfte gut ausreichen. Und das Regal neben mir wird an der Wand oben zweimal fixiert. Das seht ihr auch gleich noch. Und am Boden wahrscheinlich auch nochmal mit 6 Winkeln. Also das ist dann auch wirklich ordentlich angeschraubt. Vielleicht mache ich auch 7 oder 8 Winkel beim Bett und dann nur 5 oder 4 beim Regal im Boden, weil das Bett hat doch deutlich mehr Gewicht. Mal gucken. Das Bett ist festgeschraubt, damit ist es, würde ich sagen, jetzt offiziell ein Wohnmobil. Und jetzt mal gucken, ob man auch die Schublade ausziehen kann, ohne dass das Bett verrutscht. Das war nämlich davor nicht möglich. Ja, es geht, aber es ist immer noch verdammt schwer. Aber das Bett hält, auch wenn ich hier feste drücke. Das ist doch schön. Als nächstes geht es daran, das Regal zu befestigen und den ersten Schritt habe ich da gerade schon gemacht. Ich habe es ja vorher schon angesprochen. Das wird nicht nur am Boden angeschraubt, sondern auch hier oben zweimal. Das hatte ich von Anfang an so geplant und deswegen habe ich hier beim Regal oben einmal so eine durchgehende Latte und die Wandverkleidung hatte ich davor auch schon mit Gewindeschrauben angeschraubt und zwar an einer Unterkonstruktion, die ich noch bevor die Wandverkleidung dran war, an die Wand geklebt habe. Und in diese Unterkonstruktion rein hatte ich auch schon diese Eindrehmuffen reingedreht, sodass ich da auch ein Gewinde habe, in das man mehrmals die Gewindeschraube rein- und rausschrauben kann. Und jetzt geht aber durch das Regal durch, durch die Wandverkleidung durch, die Gewindeschraube eben bis in diese Eindrehmuffe rein. Das heißt, nicht nur das Regal, sondern auch die Wandverkleidung wird durch diese Gewindeschraube fixiert und die Schraube ist trotzdem bei der Wandverkleidung auch nicht sichtbar, weil oberhalb von dem Regal eben keine Schraube mehr ist. Was ich allerdings machen musste dafür, ist zu bestimmen, wo genau die Schrauben in der Wand drin sind, weil die eben davor schon da waren. Und dafür habe ich das Regal erstmal ein bisschen auf die Seite geschoben, habe dann auf die Schraubenköpfe, die schon in der Wand drin waren, Sudalfix All, also einfach einen weißen Kleber, drauf gemacht punktuell, sodass ich dann das Regal wieder an die Schrauben dran schieben konnte, in der Hoffnung, dass sich dann die Kleberpunkte auch auf diesen Plattenstreifen übertragen, sodass ich dann von hinten Löcher durchbohren kann und später dann von vorne die Schraube durchschrauben kann. Das hat vom Prinzip her funktioniert. Allerdings wurde so nur die eine der zwei Schrauben auf den Plattenstreifen übertragen. Also auf der einen Seite war dann ein Kleberpunkt an dem Streifen sichtbar, auf der anderen Seite aber leider nicht. Deshalb habe ich dann noch den Abstand der beiden Schrauben gemessen und habe dann einfach dieses Maß auf die andere Seite an dem Plattenstreifen übertragen. Habe dann die zwei Löcher gebohrt und habe dann geguckt, ob das Ganze passt. Letztendlich hat es dann nicht ganz hundertprozentig gepasst. Ich habe dann hier auf der hinteren Seite des Regals zuerst das Regal angeschraubt, habe dann geschaut, ob es vorne passt und dann hat es nicht ganz gepasst, aber ich konnte das Loch sehen, sodass ich dann leicht daneben nochmal ein Loch durch den Plattenstreifen machen konnte und damit konnte ich es letztendlich dann auch anschrauben. So, und jetzt, wo das Regal angeschraubt ist und damit in seiner Position fixiert ist, kann ich auch am Boden die Fixierungen machen, genauso wie beim Bett auch mit den Winkeln. Okay, das Regal ist jetzt auch am Boden angeschraubt mit 5 Winkeln, beim Bett wurden es insgesamt 7. Ich konnte nicht alles perfekt filmen, weil es doch relativ eng ist dann so in dem Bettgestell drin. Und jetzt kann man aber auch das Bett endlich mal richtig ausfahren und hier auf dem Regal aufliegen lassen. Das ist nämlich richtig cool. Das wird jetzt maximal stabil sein und das mache ich jetzt mal. Okay, also Bett ausfahren und hier aufliegen lassen funktioniert. Da werde ich allerdings noch an die Blende unten dran Filzgleiter machen, damit das hier nicht verkratzt. Ich glaube, das wird sonst nämlich ziemlich schnell passieren. Und ich habe gerade noch die Kunstledergriffe alle einmal umgedreht, weil die so jetzt cooler aussehen, finde ich. Und ich hatte im letzten Video zum Bau des Regals schon erzählt, dass die relativ schlechte Bewertungen haben, weil die wohl recht schnell ausreißen. Und das ist leider auch gerade mit einem passiert. Man muss echt vorsichtig mit denen sein. Also die halten leider echt nicht so viel aus. Ist natürlich schwierig, wenn es mit Magneten befestigt ist. Theoretisch müsste man noch größere Unterlegscheiben drunter machen unter die Schrauben. Vielleicht mache ich das noch, weil dann hält es wenigstens. Naja, und mir ist noch aufgefallen, dass ich das Regal noch gar nicht fertig gebaut habe. Denn einmal hier, ich traue mich schon gar nicht mehr dran zu ziehen. Also ich muss definitiv da noch Unterlegscheiben drunter machen. So geht's nicht.
Naja, auf jeden Fall hier in dem hohen Fach, da fehlen noch Zwischenböden. Da kommen noch zwei Zwischenböden rein. Und hier unten wollte ich auch noch einen Zwischenboden reinmachen. Da ist nämlich auch der Radkasten drin. Und ich wollte über den Radkasten noch eine Platte machen, damit man zumindest noch mal so ein schmales Fach hat, das aber trotzdem ziemlich tief ist. Da kann man dann auch noch irgendwelche Sachen verstauen, die da halt gut reinpassen. Aber jetzt gucke ich mal kurz, ob ich passende Unterlegscheiben habe, mit denen ich das Problem hier lösen kann. Zwischenböden sind drin, auch jeweils mit so einem Stopper, damit Ladung in der Kurve nicht gegen die Platte vorne rutschen kann und dann die Platte gegebenenfalls öffnet, sondern eben nur gegen diesen Stopper. Und ich habe auch schon das erste Accessoire gefunden, das hier perfekt reinpasst. Und zwar ist das das Wasserfilter-Set von Alpfilter. Ich hatte in einem früheren Video zu dem Ausbau schon mal angesprochen, dass es hier auch Wasserfilter geben wird, damit man, egal wo man unterwegs ist, immer sauberes Trinkwasser bekommt. Und das hier konkret ist das Alpfilter Mobil Fusion Set. Das besteht aus zwei Filterkartuschen, die man dann mit den Gehäusen miteinander verbinden kann. Also wir haben hier einmal die Aktivkohlefilterkartusche, die kommt zuerst in Wasserdurchflussrichtung und dann kommt die Nanofilterkartusche. Und das hier sind dann die Gehäuse, die kann man einfach per Hand aufschrauben, dann die Kartusche da reinstecken und dann wieder zuschrauben. Und im Falle von diesem Set haben wir hier auch noch so einen Verbinder, damit wir die beiden Gehäuse zusammenschrauben können und so letztendlich dann einen großen Filter haben, mit dem man das Wasser einfach filtern kann. Je nachdem, was man für ein Wassersetup hat, ob jetzt fest verbauter Kanister, großer Kanister, kleiner Kanister und so weiter, machen verschiedene Kombinationen von Alpfilter Sinn. Es gibt ein paar verschiedene Sets. Das ist aber auf der Website von Alpfilter sehr, sehr schön erklärt. Ich verlinke euch die entsprechende Seite unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch sehr schön einen Überblick verschaffen, was es da gibt und wofür man was benötigt. Und ich habe einen Rabattcode für Alpfilter, der ist dauerhaft gültig. Der lautet DK5. Damit spart ihr bei eurer Bestellung bei Alpfilter dauerhaft 5%. Um das Regal jetzt komplett abzuschließen, werde ich noch das Kabel des LED-Bands verlängern, sodass es direkt in die Blackbox führt, die im Bett ihren Platz findet, also ganz hinten in der Ecke im Bett. Und dafür werde ich jetzt als allererstes mal das Kabel einfach abschneiden. Ich glaube, dass der Teil vor diesem Bedienteil, das auch im Kabel integriert ist, mit dem man auch an- und ausmachen kann und heller, dunkler, der Teil davor hat, glaube ich, nur zwei Kabel. Hier beim USB könnte es sein, dass dann mehr Kabel drin sind. Deswegen schneide ich sie auf jeden Fall jetzt mal da vorne ab und dann kann ich die zwei Kabel einfach verlängern mit so einem zweiadrigen Kabel. Das hatte ich noch, das ist viel zu dick eigentlich. Das ist, glaube ich, ein 4 Quadratmillimeter Kabel. Das bräuchte es definitiv nicht, aber schaden tut es auch nicht. Zu dick dürfen Kabel immer sein. Und dann werde ich da mit Vago-Klemmen einfach die Kabel verbinden. Dann ziehe ich das Kabel hier unten entlang bis hinten ins Bett rein. Da kommt später dann eine Winkelleiste drüber. Dann ist das Kabel quasi unter der Winkelleiste versteckt und dann kann man das direkt an der Blackbox anschließen und dann kann man auch endlich permanent hier drin das LED-Band benutzen. Bisher habe ich das LED-Band nämlich nur mit einer Powerbank benutzt, die dann einfach hier drin lag. Und ja, mit der Blackbox hat man dann quasi unlimitiert viel Strom, weil so ein LED-Band verbraucht halt fast nichts. Das LED-Band leuchtet, da gibt es jetzt nur noch ein Problem. Und zwar scheint das da unten unter der oberen Regalplatte durch, weil da ein kleiner Spalt ist. Und das sieht, finde ich, ziemlich bescheiden aus. Und deswegen werde ich da jetzt eine richtig dicke Fuge mit Kleber reinmachen, um hoffentlich diesen Spalt zu schließen. Das wird dann hoffentlich deutlich weniger auffallen. Zwischenzeitlich habe ich ohne Kamera, wie gesagt, noch bei den Kunstlederschlaufen Unterlegscheiben unter die Schrauben, wenn man es so nennen kann, drunter gemacht.
Und ja, macht jetzt einen deutlich besseren Eindruck. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Sache, damit die Bänder nicht ganz so schnell reißen, weil jetzt haben die halt eine deutlich höhere Auflagefläche. Das habe ich jetzt auch relativ fest verschraubt, sodass wirklich die ganze Auflagefläche gegen das Kunstleder drückt. Ja, sodass man dann nicht so punktuell das belastet beim Ziehen. Außerdem habe ich an die Unterseite der Blende des Pads, die mit ausfährt, Filzgleiter dran gemacht. Und auch bei den beiden Platten hier unten beim Regal, die man ja auch einfach rausziehen kann sozusagen, die nur mit Magneten befestigt sind. Da habe ich auch an die Unterkante jeweils Filzgleiter dran gemacht, weil die auch über den Boden rutschen und ja, sonst würden die vielleicht den Boden früher oder später zerkratzen. Und es gab noch eine weitere Ausbesserungsarbeit, die ich gemacht habe. Das seht ihr hier oben in den Ecken. Da habe ich gerade jeweils was eingespannt, weil ich diese schrägen Latten nur mit Sudal ans Blech geklebt habe. Also die sind komplett angeklebt letztendlich. Und das Problem war, dass der Kleber am Blech nicht gehalten hat, weil das Blech relativ schmutzig war. Wobei ich das sogar, glaube ich, mal mit einem Lappen zumindest abgewischt hatte. Aber es ist relativ wichtig, wenn man mit Sudal auf Blech arbeitet, dass man das Blech davor ein bisschen anschleift. Dann hält er wirklich super. Aber das sollte man schon machen, weil hier hat sich wieder mal gezeigt, dass der Kleber sonst nicht unbedingt hält. Ja, und mit dem Kleber werde ich jetzt als nächstes auch Vorhangstangenhalterungen für so eine seitliche Montage hier anbringen, links und rechts. Und dann kommt da eine Vorhangstange hin und auch ein Vorhang, den man dann hier hinten hin machen kann, der das Rolltor im geschlossenen Zustand quasi etwas verschönern soll. Mal gucken, wie es dann wird. Den Vorhang habe ich schon da. Und vorne kommt dann der gleiche Vorhang auch noch hin. Da habe ich ihn aber in deutlich kürzer. Konnte man auf Amazon genau nach Maß bestellen, wie man es braucht. Für vorne habe ich aber zwei Stück. Da geht dann einer nach links, einer nach rechts. Das sieht dann, glaube ich, auch ganz schön aus, wenn die so links und rechts befestigt werden. Aber da hatte ich den Fehler gemacht, dass ich versehentlich nur einen bestellt habe, obwohl ich zwei brauche, weil die halt nicht so breit sind. Das kann ich also erst machen, wenn der zweite Vorhang auch angekommen ist. Den habe ich jetzt nochmal nachbestellt. Genau, und jetzt mache ich mal hier den Anfang. Dafür werde ich jetzt auch wieder mit einem Schleifpapier das Blech ein bisschen anrauen. Genauso hier die Rückseite, an der ich es auch ankleben werde. Die zwei Flächen werde ich einfach mit einem Schleifpapier anrauen, dann mit Sudal ankleben und dann mache ich erst morgen die Vorhangstange rein. Dann dürfte das auf jeden Fall passen. Okay, ganz schön dunkel jetzt hier. Ja, das sieht doch schöner aus als das graue Rolltor auf jeden Fall. Ja, mega. Kann man ja richtig gut hier verstauen. Und die Farbe des Vorhangs gefällt mir. Ja, und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Vorhang hier vorne, aber den habe ich leider noch nicht. Ach, und eine Sache habe ich noch vergessen. Es kommen hier noch zwei Lampen an die Wand. Das machen wir jetzt noch. Na gut, vielleicht habe ich es heute Abend doch noch geschafft, die Vorhänge hier auch noch reinzumachen. Der zweite, der noch gefehlt hat, wurde nämlich heute genau noch geliefert. Das war mal einfach, oder? Nichts mit Verkabelung oder so, sondern das sind akkubetriebene Lampen, die hier einfach mit einem Klebepad angeklebt werden und hier magnetisch halten. Das heißt, man kann die hier auch komplett in alle Richtungen drehen und ausrichten, wie man das gerne hätte. Theoretisch auch so nach oben. Könnte im Dunkeln vielleicht auch ganz cool aussehen. Mal gucken. Ist eine coole Sache. Ich weiß nicht, wie lange der Akku hält, aber ich denke mal, für eine gewisse Dauer wird es schon reichen. Und kann man per USB-C wieder aufladen. Das ist natürlich ganz praktisch. Ja, und hier hinten drauf ist einfach so ein Touch-Button. Wenn man den einmal drückt, geht das Licht an. Ihr seht es jetzt an meiner Hand. Wenn man nochmal drückt, wird es heller. Wenn man nochmal drückt, wird es nochmal heller. Und man kann den auch 3 Sekunden gedrückt halten. Dann wechselt die Lichtfarbe von warmweiß zu kaltweiß. Und wenn man dann nochmal 3 Sekunden gedrückt hält auf neutralweiß und dann nochmal 3 Sekunden, dann geht es wieder auf warmweiß. Also echt coole Sache, in 3 Stufen dimmbar, 3 verschiedene Farbtöne und einfacher kann man seine Beleuchtung im Van wahrscheinlich nicht lösen als das hier. Aber jetzt nehme ich die Lampen nochmal ab. Man soll nämlich, wenn man das angeklebt hat, die 24 Stunden lang noch nicht belasten und danach erst die Lampen dran machen. Nicht, dass die morgen früh dann runterfallen, glaube ich zwar nicht, aber ich halte mich mal dran. Damit verabschiede ich mich für heute aus dem fast fertig ausgebauten Van. Ich muss sagen, dass ich es aktuell noch gar nicht so richtig realisiere, dass ich mit dem jetzt wirklich fast fertig bin und der auch einfach jetzt wirklich demnächst verlost wird. Das wird sehr, sehr krass. In 2 Wochen wird die Roomtour von dem fertigen Van online kommen. Ab dann werdet ihr offiziell auch an der Verlosung teilnehmen können. Wie genau, das erfahrt ihr dann auch alles im nächsten Video. Ja, und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Ciao.